Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Greedfall. In der letzten Folge haben wir neue Rüstung bekommen, sieht auch recht schick aus. Und wir haben uns ein bisschen. Ich heile mich ja gar nicht automatisch. Oh mein Gott, was ist das für ein Spiel? Nein, Quatsch. Ist mir gerade mal nur so aufgefallen, dass ich oben noch ein bisschen neben. Okay. Vergessen. Aber wir gehen jetzt auf die Suche nach der Neben. Oh, was brennt denn hier? Unleserliche Nutz an die Familie des reichen Mannes, der uns provoziert hat. Wir haben ihn und werden ihn töten, wenn ihr uns nicht großzügig bezahlt. Kommt mit einer vollen Börse in die Gasse südlich des alten Lagerhausviertels. Ist das jetzt etwa eine Nebenquest? Ach du, ey, man kann sogar bei jeder Pilzart was. Und alles Mögliche lesen, oder was? Okay. Ob das jetzt so wichtig ist, ich weiß es nicht. Wir gucken erstmal nach. Ah, da ist noch eine Tür gewesen. Die Schenke. Da gehen wir mal hin. Vielleicht gibt es ja da sowas wie Kopfgeldjagden und sowas. Ich meine, ich bin eigentlich ein Prinz oder nee, was bin ich? Ein Fürst? Ich habe keine Ahnung. Goldmünze habe ich dir einfach mal weggenommen. Warum nicht? Goldmünze habe ich vom Tresen weggenommen. Hahaha. Ist alles meins. Alles meins. So, Buddy. Was hast du? Good day, Tavernkeeper. Good day to you. What is your pleasure? Nachfragen bezüglich. Kicker wäre das sein Geschäft. Wir sind mal, ne? How is business going these days? It's picking up. We've not seen many new customers, but of late things are looking better. The Malachor and the neighboring walls have dampened commerce. The epidemic still rages. But the possibility of finding a cure on that island has given people something to hope for. Now that we have a city there, quite a few seafarers come by to spend their wages. Der Malachor. Has the Malachor really put a damper on your business? More than a damper. They were soaked. When the sickness began to spread, a wave of panic followed in its wake. People stopped going out of their homes. They were afraid. I was close to closing shop, I tell you. And then, thankfully, the alchemists of the bridge said that you couldn't just catch it like that. People are still distrustful, as is their nature, but they are leaving home again. It's a start. I also lost quite a few regular customers. Dead or too scared to venture back. Oh, but that's nothing new to you. The city would have sunk in the water if not for trade with the new isle. Alchemisten? Es gibt hier wirklich eine Gruppierung von Alchemisten. Okay, das ist selten. In Videospielen. Hatte ich bisher noch nicht. Gut. Dann noch Tirfradi. With all these sailors coming and going, you must have heard some stories about Tirfradi. Right. Even stories that my heaviest drinkers would have trouble believing. They say that man trees live there. Dragons and gigantic creatures. Treasure abounds under every rock. And the source of eternal life is hidden somewhere there. Last night, some Norts even told me they brought back one of those giant beasts into the port. Ah, but you know the kind. If you ask my opinion, the drink was fueling their imaginations. Ja, gut. So. Dann gehe ich mal. I need to be off. Farewell. Goodbye. In der Schenke kann man also nur quatschen. Aber das ewige Leben wartet auf der Insel. Das ewige Leben, das ist doch schön. Ich glaube, in die Häuser müssen wir, glaube ich, gar nicht rein. Ich glaube, kriegt man da Quests? Ich kann ja mal gucken. Nein, nicht schleichen. Hier drin ist das, ne? Genau. Okay, ich dachte, hier ist vielleicht so eine Art Anschlagbrett. Aber sieht nicht so aus. Hallo? Oh. Sir Desade, I presume.
It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Not yet. You know, this type of mission is not really my speciality. Oh, that's to you. But the commander did give the order to you. His Excellency might be able to help you. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Ah, okay, gut, das ist hier. Das ist hier sein Revier, ich verstehe. Wo können wir denn eigentlich mal Schlösser knacken? Das ist bisher noch gar nicht vorgekommen. Oh. Ja, guten Tag auch. Hier wollte ich eigentlich gar nicht lang. Ich hau mal wieder ab. Tschüss. Wow, die Kamera ist wirklich ein bisschen. Oh. Wow. Okay, dann gehe ich doch hier lang. Oh mein Gott. Ich will mal Schlösser knacken. Ich will wissen, wie das aussieht. Mann, kann doch nicht wahr sein. Oh, was ist denn das hier? Das sind normale Personen zum Reden. Bedeutet das, sie haben vielleicht eine Quest? Obwohl, eine Quest würde doch anders aussehen, oder? Lagerraum. Na, was ist das jetzt hier? Verbrecherunterschlupf. Okay, kann ich einen Marker setzen? Ich Vollhorst kann auch einen Marker setzen. Warte mal. It's blocked. Kann ich hier irgendwie springen? Nee. Oh, ist jetzt wirklich wieder hier. Mann! Ich will immer auf L3 rennen. Boah, Alter. Ja, die Steuerung doch nur nicht so hakelig manchmal, ey. Ich weiß, wir wollten eigentlich die Nebenmission annehmen. Ich weiß das alles noch, aber. Es ruft die Neugier. Die Neugierde. Ich guck mal gleich in die Trophäen, was es überhaupt so alles gibt. Vielleicht kann man ja aus dem Spiel auch eine Platte. Oh. Ist aber auch geil, weißt du, hier ist eine Kiste mit Gold drin und hier ist ein armer Bettler, weißt du, und die Exzellenz läuft einfach dran vorbei. So ist das also. Die hohen Leute kümmern sich halt nicht um die. Nein, ich wollte doch. Open up, imbeciles! I have a ship to catch! Do you hear that? Yes, that's Constantine's voice. It's coming from the upper floor. It sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. Ich sehe gerade, dass ich gar nicht mehr so laut bin wie in den letzten Folgen. Lul. Befreie Konstantin. Jawohl, werde ich doch machen. Grüner Speisetäubling unten. Boric. Was ist Boric? Boric, was ist das? Ah, okay. Das ist eine Hauptquest. Das zählt als Hauptquest tatsächlich. Ja, befreien wir den jetzt mal, wa? Gut, okay, komm. Versuchen wir es irgendwie. Was ist denn sein Move jetzt hier? Was? Was steht da? Zerstören, Level 1, Wissenschaft und elementare Falle. Nein! Man braucht Fallen, um. It's blocked. Oh, verdammt. Boah, wie lange klettert er denn? Man braucht Fallen. Oh, ich überlege gerade. Ach, come on. Ich weiß den Weg nur auswendig. Ich bin ja ein schlaues Kerlchen. Eigenlob stinkt, ich weiß es, aber es ist mir gerade egal. Es gibt gar keine Ausdauer, ne? Ich kann 3 Jahre so rumlaufen. Wie geil ist das denn?
Let's go. So, Händler, ich möchte meine elementare Falle wieder zurückhaben. Warte mal, habe ich überhaupt Wissenschaft auf 1? Moment mal, mache ich jetzt hier einen der größten Fehler in diesem ganzen Spiel? Wo ist denn Wissenschaft? Hier, ne? Habe ich ja nicht mehr auf 1. Weil ich nicht wusste, wie oft das vorkommt. Stimmt. Okay. Hat sich erledigt. Ich mache jetzt erstmal die Nebenmission. Konstantin kann erstmal da drinnen bleiben. Ja, da hätten wir sogar schon fast alle Sachen. Vielleicht schaffen wir das noch in dieser Folge. Wenn wir uns ein bisschen sputen. Und aufhören, so viel zu looten. So, ich will keinen Potion trinken. Siehst du, brauche ich jetzt nicht. Ich möchte das halt nur bei größeren Gegnern machen, glaube ich. Ah, ich kann halt die Waffen wechseln, ne? Auf R1. Oh, lol. Ich bin so doof, ey. Ich kann doch einfach die Waffen mal wechseln. Ein bisschen doof bin ich schon, ja, doch, doch. Kommt gut hin. So. Hi. Good day, good sir. How might I be of service? You can start by explaining to me why you refuse to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master at arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent. And I'm only obeying orders. Zu den Befehlen befragen. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Coin Master? Quatsch. Kann man das echt nochmal machen? Das ist doch Quatsch. Hat er einen Händler Flagge? Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise, if these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment, but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Oh, Intuition habe ich aber nicht. Versuchen, ihn zu bestechen. Ihm drohen. Nee, ich bin Adliger, ne? Gefängnisstrafe androhen. Oh, 50% Chance. Oh mein Gott. Da komm, 50-50. I don't think you understand who you're dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Komm schon. Lord de Sade. Nephew of the Prince d'Orsay and Legate of the Commission of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable. Especially as you will be considered his accomplice in extortion, theft. You know as well as I that the congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That is a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise without delay.
Unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. As you request, my lord. I shall go immediately and ask that these crates be delivered to the attendant. Nice. Now that's a wise decision. Thank you. I was beginning to think this would never end. You're certainly honoring your new title. Bravo! The quartermaster must be expecting us. Ah, jetzt können wir auch zur Groschengarde, genau. Geil, jetzt habe ich einen Ruf mehr bei Dingensbumster. Finde ich nice. Sollen wir da sofort hin? Ich würde sagen, ja. Gehen wir da mal sofort hin. Ich habe sonst nie Glück bei 50-50 Chancen. Echt nie. Aber irgendwann kommt auch mal für mich der Tag, wo ich einfach mal Glück haben darf. So, Meister Quartiermeister. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Yes. We were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me. I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tir Fridi as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise in contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well now, if he finds an alternative solution that is less, illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Okay, welche Fracht denn überhaupt? Zeig mal. Ja, da wollen wir eigentlich sowieso hin, aber ich will erstmal das hier machen. Dann heißt es, dann gehe ich jetzt erstmal in den Lagerraum. Wenn ich da rein kann. Und dann gehe ich mal zum Konstantin und den retten. Wenn das denn alles auch funktioniert. Boah. Nein, das ist nicht das Spiel, warum ich jetzt gähne. Es ist einfach, weil ich gähnen muss. Und ich glaube, hier gibt es viele Gegner. Oder auch gar kein Gel. Gel. Ja, ich glaube, hier gibt es viel Gel. Brauchen wir, um uns die Haare eins... Hier ist ja nix. Ah, doch. Oh, magieresistent, okay. Wie sieht denn das gute Stück denn überhaupt aus? Nah. Es hat aber mehr Qualität. Was heißt denn mehr Qualität? Ach komm. Warum eigentlich nicht? Sieht zwar nicht so gut aus wie unsers, aber was soll's. Hat sich ein bisschen gelohnt, würde ich sagen. Oh. Drachenblutharz. Klingt irgendwie sehr wertvoll. Okay, ich habe gerade eine Falle gefunden, aber leider keine Elementarfalle. Außerdem bin ich ja eh noch im Fertigkeitsrang 0. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die Karte öffnen. Ah, wir sind ja am Ende angekommen, glaube ich. Nee, warte mal. Wir wollten das mit diesen Konstantin machen. Ach, kommt man nur von der Seite dahin? Ja, hier kommt man ja gar nicht rüber. Was machst du hier? Faulenzen? Sag mal. Wofür habt ihr eigentlich so ein schönes Leben als Arbeiter, ja? Ihr müsst wahrscheinlich den ganzen Tag schuften für nix, aber gut. Ich bin ja nur der das Geld kassiert. Haha. Hui. Und wieder rennt, ey.
Ach, schön. Ich bin froh, dass mich das Spiel doch nicht enttäuscht hat. Ich meine, 46 Euro sind auch 46 Euro. Ist jetzt nicht mal so aus der Hand geschüttelt. Jedenfalls nicht bei mir. Von daher bin ich eigentlich froh, dass das Spiel doch Spaß macht und... Ja. Feinderkennung. Wenn du dich im Schleichmodus fein näherst, erscheint über den Kopf eine Erkennungsanzeige, okay. Aha. Mhm. Aha, okay. Okay, es kann also sein. Dass hier absolut kein Loot ist. Ach, guck mal, hier wäre ich dann durchgekommen, ne? Aber hätte das nicht sehr doll bumm gemacht? Ich weiß ja nicht. Oh, 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 hier gibt's ganz viel. Hier gibt es ganz viel Zeug. Oh, das sieht sehr gut aus. Schlüssel der Verbrecher aus Serie... Oh. Sprich mit Kurt. Hey, Kurt. Ja. Oh, hier ist Loot. Stopp, eine Falle, Munition, grüner Speisetäubling. Ja, nice. Ich muss hier nicht mehr schleichen, oder? Ich weiß nicht. Ich mach's einfach mal. Wir schleichen so selten. Da kann man das mal machen. Jetzt verbiss dich, Kurt, oder ich muss dir an den Popo fassen hier jetzt hier. So. Das hätte ihn natürlich abgeschreckt. Ah, Schlüssel zu Konstantins Zelle. Guck mal. Das Erkunden macht schon so seinen Sinn. Ist hier noch irgendwas? Ja, hier. Ein großer Mark. Ah, eine elementare Falle. Die Fallen sollten wir behalten. Wie viel Gewicht haben wir jetzt? Ah, ja, 50. Also, Gewichtsproblem gibt es zum Glück nicht. Ein sehr, sehr gutes Zeichen. Oh, wollen wir mal versuchen, ein Schloss zu knacken? Komm, wie geht das? Oh. Okay. Ich dachte, da kommt jetzt ein... Kommt jetzt ein Event oder so. Well, this has been monumentous, gentlemen. But I have more important things to attend to. An island to govern. Treaties to sign. Riches to expedite. And a demanding father to impress. Constantine, it's me! My dear cousin! Oh, my lucky star! Always there to pull me out of my fires. Well, I do what I can. We're departing soon. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about you. I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. Enough said. Today we set sail for adventure. Der guckt immer so traurig. Moment. Hä? If you only knew, sind wir jetzt ernsthaft zu dritt? Treated me. Do me a courtesy, good cousin. Ach du Heiliger. Boldly alongside the brave Kurt. Let's give them their money's worth. They haven't spotted us. We could sneak out of here silently. We have a ship to. Modischer Hut. Deserve a punishment. Yes, without a doubt. But don't you think there are more pressing matters? Kurt, it is your highness's decision to make. Whatever it is, I shall follow. Okay, ist natürlich jetzt so, dass ich jetzt im Inventar war und euch nicht das jetzt hier auf Deutsch angezeigt haben kann. Ich würde mal sagen, wir machen die Gegner platt. Weil. Jetzt kommt das große Weil.
Action! Und wir brauchen Erfahrungspunkte. Oh. Warte mal, kann ich so eine Sneaky-Diggy-Attacke machen? Aua! Komm her! Komme! Ja, genau deswegen habe ich es gemacht. Um Level 2 zu werden. Nice. Ich glaube, den kann man noch verkaufen. Oder kann man auch Questgegenstände verkaufen? Es wäre dumm, wenn ich Level jetzt, wenn ich das zweimal halte. Das könnte vielleicht was für die beiden sein. Jeder Gegner hat immer was zu looten, ne? Okay, die Sprunganimation sah sehr komisch aus. So, nicely done. Ich habe jetzt... Ah, ich habe einen Fähigkeitspunkt, habe ich mit dem Level bekommen. Schade. Das heißt, entweder kann ich auch das hier machen. Man kann auch rein theoretisch ein ganz neues Ding erlernen, okay. Nützlich, um einen starken Gegner vorbringen, auszuschalten und in der Zeit andere zu vernichten. Ich würde sagen, und Schattenwirken versorgen mehr Schaden. Mehr Schaden finde ich mal gut. Ja, mehr Schaden finde ich gut. Ah, unsere erste Trophäe. Perfekt. Erhöht die Kombo-Geschwindigkeit. Okay. Kann man das nicht irgendwie... Ah, man kann auch zoomen. Perfekt. Versorgt einen höheren Gleichgewichtsverlust. Verbraucht weniger magische Energie. Und was ist das hier? Blitzschritt. Also die großen Sachen sind halt magische Heilung. Gut, das ist gut. So, mit dem nächsten Level kriege ich wahrscheinlich... Ach, nächster Punkt Level 3. Ah, Attribut kriege ich mit Level... Okay, da würde ich nämlich Wissenschaft auf Level 5 nehmen, tatsächlich. Okay, cool. Wie sieht es von der Zeit aus? Oh, wir haben schon längst überzogen, Leute. Wir sehen uns zur nächsten Folge morgen auch drin. Die wird leider ein bisschen kürzer, aber kann ich nicht speichern. Ah, perfekt. Haut drin und tschüss.